sind's wieder und wir drehen heute ein Blind. Wie ist das? Let's Play. Let's Play, ich hab's fast Date gesagt. Ein Blind Date. Nein, wir machen kein Blind Date. Dafür fehlen hier jetzt die Jungs. Aber wir haben einen PC hier, einen Laptop, genauer gesagt. Und den öffnen wir jetzt. Genau, und schauen, was sich dahinter verbirgt. Tada. Oh, krass, okay. Über deine Grenze, in Klammern N. Drücke eine Taste zum Start. Das sieht schon mal gruselig aus. Ich finde, das sieht super aus. Also, ja, klar, es sieht sehr bedrückend aus. Dann drücke mal eine Taste. So. Die schönsten Träume von Freiheit werden im Kerker geträumt. Johann Christoph Friedrich von Schiller. Sorry, Entschuldigung, der Sound kommt bei euch aus dem Laptop, was natürlich nicht so sein sollte. Wo ist denn der? Hier ist sowas kaum. Nee, das ist es nicht. Sonst guck mal. Wo ist denn das Audio? Ah, das ist die falsche Büchse gewesen. Okay. Hört man es jetzt über die Box? Ja. Ja, Entschuldigung. Ja. Fangen wir direkt nochmal an. Mach okay. Jetzt weiter, wir lassen laufen. Einbauen, hinsetzen. Achso, ihr schneidet dann zusammen oder? Nee, wir fangen nochmal ganz neu. Was sollen wir jetzt machen? Einfach gleich nochmal, ich glaube, das lernt noch auch. Sind nochmal überrascht, okay. Gut. Genau. Und jetzt können wir. Alle sind ruhig und an euch. Hallo, wir sind's wieder und wir drehen heute ein Blind Let's Play. Let's Play, genau. Und ja, mal sehen, was sich schauen, in diesem Laptop verbirgt. Dann machen wir ihn mal auf. Und da haben wir. Über deine Grenze. Ja, krasses Design. Bisschen bedrückend. Gruselig. Du bist an den Tasten, dann hau mal rein. Die schönsten Träume von Freiheit werden im Kerker geträumt. Johann Christoph Friedrich von Schiller. So, WASD stand da schon gerade. Ja. WASD und Sprinten mit Shift. Okay, Shift ist das. Okay, sehr... Ein kleines Männchen, ein kleines graues Männchen, das rückwärts laufen kann. Guck mal, kannst du da irgendwas machen bei den Vasen? Da ist vorwärts. Guck mal. Hallo. Nee, scheinbar nicht. Oh, wir sehen rechts unten, wir haben null Geld. Tja, schade. Wäre jetzt auch zu schön gewesen. Hä, bist du jetzt? Ach so, okay, ich hab grad, wie rum du jetzt läufst. Aber vorne ist das Gesicht, glaube ich. Dann lauf mal weiter. Ich mach mal die Maus weg. Also, was haben wir denn? Noch mehr Vasen? Ich kann mal nur... Jetzt geh mal über deine Grenzen. Ja. Oh, nee, das ist nicht meine Grenze. Also du kannst sehr schön rückwärts laufen, das muss ich sagen. Ich weiß. Da haben wir ein paar Palmen. Oh, da sind Büsche. Oh, vielleicht kann man hier was essen. Ich glaube, wir haben noch nicht so das Auslöseding. Nee, ich glaube, du kannst noch nichts machen. Lauf einfach mal weiter. Wir laufen einfach erstmal. Lauf einfach mal hoch. Gegen den Stacheldraht, genau. Immer eine gute Sache. Das Gute ist schon mal, wir haben keine Lebensanzeige. Das heißt, wir können eigentlich nicht sterben. Oh gut, was ist das denn jetzt hier? Ich glaube, das ist einfach nur ein Dach. Wir scheinen ja irgendwie in so einem... Orientalisches. Genau, orientalisches, ne? Dörfchen. Ein paar Kisten. Ich komme jetzt leider nicht mehr raus. Kisten und Vasen. Ach, da sieht man wieder, was für ein großartiger Zocker ich bin. Bitte einmal rückwärts rangieren. Sehr gut. Und ich gleich jetzt wieder rein. Rechts rum. Steuert sich so schwer oder ist es? Oh, da steht jemand. Möchtest du lesen oder? Wenn du hier bleibst, werden sie dich verfolgen, einsperren oder Schlimmeres. Hier hast du 300 Dollar. Wir kriegen Geld, yes. Geld, auf jeden Fall. Ja, Dollar sind das. Gehe damit sparsam und benutze es nur, wenn du es wirklich brauchst. Versuche, über die Grenzen zu kommen, dort bist du sicher. Pass auf, dass die Wachen dich nicht entdecken. Im Gebüsch bist du vor ihren Taschenlampen sicher. Du wirst Hilfe von anderen benötigen, aber nicht jeder wird dein Freund sein. Nimm dich in Acht. Viel Glück. Ja, das sehr netter schon Mann. Kann man hier mit dem Haus? Ganz toll. Ich sag mal vielen Dank. Ja. Okay, also über die Grenzen heißt dann im Grunde, dass wir flüchten müssen aus unserem Land. Guck dich erstmal um, ob jemand kommt. Und wir müssen uns wohl dann an der Grenze verstecken. Das ist doch die Grenze, oder? Nicht. Ich glaube, das ist noch keine Grenze. Wie spielt sich's denn so? Wir müssen weg. Da ist was. Also ich kann mal kurz dazu sagen, dass das Spiel entstand im Rahmen eines Game Labs, weil Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren
das Spiel in einer Woche entwickelt haben. In einer? Und ich muss sagen, für eine Woche muss man schon sagen, geht es eigentlich. Also, das ist halt. Wenn man das mit dem Laufen so drauf hätte, schon. Ah, okay, ja. Ja, das habe ich schon gesehen. Da kommt jetzt der Afromann. Der Afromann sucht uns mit seiner Taschenlampe. Guck mal, kannst du da versuchen, mal Wäsche zu klauen? Geht nicht. Schade, Schokolade. Wäre doch so schön. Okay, was machen wir mit den 300 Dollar? Jetzt, vielleicht kannst du jetzt vorbei, wenn er gerade da drüben ist. Ja, sehr gut. Hoch, ja. Sieht aus, als ob es hier in die Richtung zur Grenze geht. Geh hoch. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Erich Kästner. War da gerade ein Schreibfehler? Ich glaube, Erich Kästner wird nur mit einem R geschrieben. Glaube ich auch. Aber ich meine, in einer Woche... Da kann ja, in einer Woche passiert es schon mal, dass man ein R zu viel macht. So. Oh. Das ist, glaube ich, kein Busch. Das ist eine Palme. Schade. So. Die Taschenlampen sind auch nicht sehr hell. Aber ich würde sagen... Ich glaube, ich würde es nicht riskieren. Für eine Woche ist schon coole Sache. Ja, also Respekt. Auch ein gutes Thema. Also mir gefällt das Thema sehr gut. Ich denke, es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen... Man versteht, was man machen muss. Das ist auf jeden Fall klar. Ja. Wir haben jetzt nicht rausgefunden, was man mit dem Geld macht, aber vielleicht kann man da noch irgendwas kaufen oder so später. Oh. Geh noch einmal rückwärts. Er sieht dich nicht. Cool. So, okay. Ich würde mal sagen, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in das Spiel und in diesem Fall sogar meine Wahnsinnsfähigkeiten, mich zu bewegen. Vor allen Dingen rückwärts zu bewegen, das möchte ich nochmal betonen. Also rückwärts ist mein Spezialgebiet, ich sag's euch. Genau. Ja. Und wenn ihr auch mal ausprobieren wollt... Wie heißt das Spiel? Das Spiel hieß Über deine Grenzen. Ah, das mit diesem... Genau, das mit diesem... Das Spiel mit dem... So, da kommt der Afromann nochmal und sagt auch auf Wiedersehen.